Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wir EDC-Freaks, wir schauen ja in der Regel nicht auf den Euro. Gerade wenn es darum geht, sich ein schönes und hochwertiges EDC-Set zusammenzustellen. Ja, dann eskaliert das Ganze dann teilweise doch in ziemlich hohen Anschaffungspreisen. Teilweise schrecken dann einige aus der Community dann auch davor zurück, ihr Zeug so zu benutzen, wie man es benutzen könnte. Das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ich meine, wenn ich 400, 500, 600 Euro in den Folder investiere, nochmal 150, 200 oder teilweise ja noch viel mehr in die Taschenlampe etc. pp., dann wird es schwierig. Ich habe jetzt mal exemplarisch einfach ein paar Teile mitgebracht. Die sind in der Zusammenstellung wahrscheinlich bei niemand anderem so zu finden, aber ich denke mal, die Idee wird klar. Natürlich haben wir für unseren EDC-Folder, wenn wir ihn nicht angeklippt in der Hosentasche tragen, eine Tasche. Die ist in der Regel dann vielleicht sogar custom gefertigt. In meinem Fall kommt sie von Jürgen Stratmann Design. Preise je nach Größe, je nach Ausführung, irgendwo zwischen, ich sag mal, ich will dem Jürgen jetzt auch keine Preise vorgeben, irgendwo zwischen 30 und 40 Euro wird sich das bewegen. Handgefertigte Ledertasche. Ne? Preise im Einzelfall bitte direkt abklären. Das ist jetzt einfach nur mal in den Raum gestellt. Ja, in meinem Fall ist die Tasche für mein Large Sebenza 25. Das trage ich ohne Clip. Ich habe da hinten das Clip-Insert. Das macht das ganze Messer ein bisschen flacher. Ich mag es einfach, das Messer in dieser Ledertasche mit mir zu führen. Ihr wisst, in der Regel habe ich ja meine 42A-konformen Klapper dabei. Aber sollte ich dann mal wieder Bock auf das Sebenza haben, das ist die Konfiguration. Ja, in der Regel gibt es da noch ein kleines Backup. Das könnte zum Beispiel das Victorinox mit den Daily Customs Titanschalen und dem Titan Messing Bead sein. Richtig cooles Teil, großartige Verarbeitung. Ja, wenn die, ich sag mal, Hamburger Genialität auf die schweizerische Präzision trifft, dann kommt halt was Großartiges dabei rum. Das Ganze wird dann noch garniert durch einen Stift. Ich habe jetzt mal meinen Otto Hood Füller. Sterling Silber, das ist der Entwurf 02 Faden Guilloche. Der liegt auch im dreistelligen Bereich. Zwar im unteren dreistelligen Bereich, aber im dreistelligen Bereich. Dementsprechend, ja, ihr könnt es euch selber ausrechnen. Hier kommt schon einiges zusammen. Die letzten Sebenza 25 Large wurden, glaube ich, sogar knapp über 500 Euro gehandelt in den Shops, bevor das Modell dann eingestellt wurde. Ja, also rechnet es euch selber aus. Dazu habe ich dann als Lampe jetzt einfach nochmal die Emissar, wie hieß denn der Jute-Teil? Ihr wisst es, ich habe sie vorgestellt, ist auch egal. Namen sind Schall und Rauch, hier steht es bestimmt drauf. So, D4, Zei, über 4000 Lumen Leistung. Richtig, richtig geiles Teil. In der Konfiguration um die 150 Euro, das lange Batterierohr, ihr kennt das Spiel, ist mit dabei. So, wenn wir das dann einfach mal überschlagen, dann kommen wir auf ziemlich viel Geld. So, jetzt habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwie zu machen sein, ein hochwertiges Voll-Titan-EDC auch günstiger hinzukriegen. Gut, in dem Fall war der Stift dann Sterling Silber, kein Titan. Aber da gibt es ja dann Alternativen in Titan. Ja, und da Gearbest ja neulich schon mal an mich herangetreten ist, ihr wisst es, ich habe in meinem 10-Jahres-Jubiläums-Giveaway mehrere Messer aus der ersten Gearbest-Lieferung, beziehungsweise die beiden großen Messer aus der Gearbest-Lieferung sind in meinem Giveaway, die Ganzo Fixed. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich werde es versuchen, mal zu unten zu verlinken. Also wenn ich dran denke, mit versuchen hat das ja nicht viel zu tun. Wenn ich dran denke, werde ich das unten verlinken. Ja, und Gearbest hatte mir angeboten, noch eine zweite Reihe zu machen. Und ich hatte da total freie Hand. Und mein Kontakt war ziemlich hilfsbereit, Taylor. Ich habe dann den Wunsch geäußert, dass ich ganz gerne ein EDC zusammenstellen würde. Diverse Artikel, die man halt täglich mit sich führen kann, die man täglich braucht. Und das sollte sich dann auch in einem gewissen Preisrahmen bewegen. Natürlich war der Preisrahmen vorgegeben. Ich durfte für einen bestimmten Betrag
Dinge aussuchen und die wurden mir dann hier zum Vorstellen kostenlos von Gearbest zur Verfügung gestellt. Links findet ihr unten in der Beschreibung. Damit könnt ihr euch dieses EDC in dieser Form ordern, wenn euch das gefällt. Die Lieferung erfolgte übrigens aus Belgien. Das ist auch nicht uninteressant, denn das umgeht für uns Besteller dann die Zollformalitäten, die ja bei einer Sendung aus China definitiv vorhanden wären. Und die Lieferung geschah relativ zügig. Ich glaube, das war von der letzten E-Mail bis zur Lieferung etwa eine Woche. Also alles in Ordnung. So, und als erstes, geliefert mit einer, ja, ist das Walk? Ich weiß es gar nicht. Mit einem Etui, mit einem schönen Antik-Messing-Druckknopf. Ein Fura, Full-Titan, Klapper, Flipper, sehr schlank gebaut. Eine ganz hervorragende Action, wunderbar. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da geht so einiges. Knapp über 21 cm lang, 4 mm Klingenstärke. Aber die Details folgen, wenn ich dieses Messer im Detail vorstelle. Grün anodisiert, ja, zum Titan. Machen wir den Test mit dem Neodym. Also Vergleich zur Klinge, da könnt ihr sicher sein. Es ist definitiv nicht magnetisch. Die Anodisierung und das Handgefühl machen mich zu 99% sicher, dass es sich tatsächlich um Titan handelt. Wir haben einen Over-Travel Guard, wir haben ein Steel Insert, wir haben Kugellager, wir haben einen Keramik Detent Ball und das Ganze für einen Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung von etwa 28 Euro. Das möchte ich an der Stelle einfach mal sacken lassen. Cooles Teil. Bin echt begeistert. Gibt natürlich ein paar Dinge, die nicht so schön sind. Darüber werde ich dann im Einzelnen im Video, wenn ich das Messer vorstelle, noch reden. Aber das Ding ist ein echter Wurf. Ganz ehrlich, das habe ich auf einigen Kanälen schon gesehen. Es gibt ja ein paar von den Kanälen, die hauptsächlich Budgetmesser vorstellen. Kennt ihr den Cutting Edge zum Beispiel? Ja, ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich konnte mich davon überzeugen. Krass, wirklich krass, was man hier für sein Geld bekommt. Halten wir einfach mal, ich glaube, es waren zu dem Zeitpunkt 28 Euro. Halten wir die einfach mal im Kopf. Immer gut zu gebrauchen, für alle Fälle, wenn man unterwegs ist, ein Titan Spork. Jetzt ist der Name Spork wahrscheinlich geschützt. Nennen wir es einfach mal Essbesteck, Gabel und Löffel. Hier auch Fura oder Fura Gear. Darauf habe ich übrigens geachtet, das kommt alles vom gleichen Hersteller. Das ist alles Fura oder Fura. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich werde es vielleicht mit in den Videotitel aufnehmen. Das ist das Fura Gear Titan EDC. Ich habe sogar das Gefühl, das Ding ist leichter als der Light My Fire Spork. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der wiegt. 13 Gramm waren es oder so? Kann das sein? Machen wir doch direkt mal, eigentlich sollte es ja nur eine EDC-Vorstellung werden, machen wir schon mal direkt ein paar Werte mit rein. Waren der 23? Ich weiß es nicht mehr. Wer es weiß, tackert es bitte in die Kommentare, ansonsten versuche ich selber noch zu recherchieren. Ich habe jedenfalls das Gefühl, das Ding ist leichter als das Original. Entschuldigt bitte. Kurz noch zum Klapper, der liegt bei 91 Gramm. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 ich bleib dabei. Das Teil, kann was. Immer die kleinen Flecken auf der Anno, das macht natürlich im Video dann einen doofen Eindruck. Ja, haben wir einen Spork, Spoon und Fork. Cooles Teil, muss ich ganz ehrlich gestehen. Kostete 3,45 Euro, 3,48 Euro, sowas um den Dreh. Das Original von Light My Fire kriegt ja in der Regel zwischen 12 und, ich sag mal, 17, 18 Euro, je nachdem, wer das gerade anbietet. Günstigste Preise liegen immer so zwischen, ja, ich sag mal, 11,90 und 12,50 findet man, wenn man die Augen offen hält. Also, wenn ihr einen sucht und ein bisschen Geduld habt, kriegt ihr den Spork von Light My Fire eigentlich immer unter 13 Euro. Wenn ihr sagt, es soll das Original sein, wenn ihr sagt, ich komme mit so einem China Spork hervorragend klar. 3,50 Euro gerundet.
Wahnsinnsangebot. Ja, vor 2, 3 Jahren schon mal sehr groß in Mode. Das ging so ein bisschen einher mit dem zunehmenden Bartwuchs der Community. Das waren die Titan-Bartkämme. Ich erinnere mich, dass der Rainer Wenning, Dr. Tai, da auch teilweise eine eigene Edition hatte. Der hatte also die Titankämme und hat dann noch ein Lanyard dran gebämselt mit seinem Terminator-Beat. Eine richtig, richtig geile Kombination damals. Seitdem sind diese Kämme wieder so ein ganz klein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich habe jetzt auch wieder Fura Gear über Gearbest einen bekommen. Ich habe einfach die Seite durchstöbert, alles, was aus Titan war, was in irgendeiner Form in Frage kommen könnte, habe ich dann einfach mal durchsortiert, habe geguckt, wie ich mit dem Preis hinkomme. Wie gesagt, das Titan Fura Gear EDC war am Ende unter 50 Euro. Und da kommt noch was, das wir sind noch nicht am Ende. Dieser Kamm der Kamm kam. 4,50 Euro. Und die 4,50 Euro waren dann, glaube ich, auch wieder angegeben, inklusive Versand. Auch hier machen wir natürlich gerne wieder den Test. Also da besteht für mich auch kein Zweifel am Material. Ebenso wie beim Spork, mein kleiner Neodym. Ich glaube, dessen Einsatz ist dann für heute auch beendet. Weiter geht's. Ja, beim letzten Mal schon mitbestellt, weil ich einfach nicht nur Bock auf Schreibgeräte habe, ich habe halt auch einen ziemlichen Verbrauch an Schreibgeräten. Also Verbrauch nicht im Sinne davon, dass die kaputt gehen oder verschwinden oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach immer mal wieder gerne was Neues dabei. Und als ich mit der ersten Bestellung die Messer für mein 10-Jahres-Giveaway bestellt habe, habe ich halt noch die Möglichkeit gehabt, für ein paar Dollar einen Kugelschreiber mit ins Paket zu packen. Und das ist dieser ja, Bajonettverschluss Bolt Action Titan-Kugelschreiber. Sie haben versucht, hier oben mit einer Wolfram-Karbidspitze das Ganze noch ein bisschen als taktischen Kugelschreiber aufzubauen. Der Mechanismus funktioniert übrigens ganz hervorragend. Das ist ganz prima. Er schreibt auch richtig, richtig gut. Ich habe das Gefühl, das ist eine Gasdruckmine, Großraummine. Ganz wunderbarer Stift. Pft, lag bei, ich weiß noch nicht mal, ob das der Euro- oder der Dollarpreis war. 12 oder 13 Euro oder Dollar. Ich bitte euch für einen Titan-Kugelschreiber mit Bajonettverschluss. Konnte ich nicht dran vorbeilaufen. Richtig, richtig cooles Teil. Seitdem tatsächlich täglich bei mir im Einsatz. Fura Gear, Titan, Kugelschreiber, Bolt Action, Bajonettverschluss. Ja, und wenn ihr das zusammenrechnet, wir haben, ich glaube, es waren 28, können noch 29 gewesen sein, die beiden hier oben und unten zusammen, 8 Euro, 12 oder 13 für den Stift. Da sind wir beim Fuffi. Für ein Volltitan EDC. Totaler Wahnsinn. Es ist wirklich kaum zu begreifen, wie das möglich ist, gerade bezogen auf das Messer, denn das Ding bringt halt einiges mit, was wir in den letzten 2, 3 Jahren wirklich nur von wirklich hochpreisigen Foldern kennen. Ja, sucht hier mal ein Overtravel Guard oder ein Steel Inlay beim Sebenza oder Kugellager. Wobei mit den Kugellagern, ich gehöre ja auch zu der Fraktion. Kugellager muss nicht zwangsläufig sein. Ich mag schon Washer ganz gerne. Das kann man nicht anders sagen. Aber ganz ehrlich, hier wird gezeigt, was für einen bestimmten Preis möglich ist. Es wird eine Qualität abgeliefert, die wirklich hervorragend ist. Ich zeige noch mal so ein bisschen Klingenzentrierung, Action. Die Klinge fällt von ganz alleine zu, wenn ich entriegel. Das wiegt nicht viel. Ja, kann man nicht viel falsch machen für den Preis, ne? Was kriegt ihr für 28,9? Das ist ein Besuch für 2 im Kino. Dann dürft ihr aber hinterher schon keinen Burger mehr essen gehen. Ja, so muss man das einfach mal betrachten. Und das alles zusammen für einen Fuffi, da ist man schon richtig, richtig gut aufgestellt. So, jetzt habe ich gesagt, wie sieht es denn aus, wenn ich mich eventuell auf dem Zweitmarkt dann noch nach einer Lampe umschaue? Weil was wäre ein EDC schon ohne eine Taschenlampe? Normalerweise ist ja immer so dieses Slice Ride Light. Also wir haben einen Stift, wir haben ein Messer und wir haben eine Lampe.
Und jetzt hatte ich das riesengroße Glück, dass der Stefan vom Kanal Stefan 123321 mal wieder ein bisschen ausgedünnt hat bei sich und mich angeschrieben hat, weil er wusste ganz genau, wie ich drauf stehe. Er hat dann noch die Klarus Mi7 oder Mi7 in Titan. Ich hoffe, der Fokus spielt jetzt mit. In Titan zum Verkauf angeboten und es war ein wirklich fairer Deal, ein sehr fairer Deal. Die Lampe liegt neu irgendwo zwischen 55, 56 und 70 Euro, wenn ihr sie noch bekommen solltet. Ich weiß nicht, ob die ausgelistet wurde, ob es ein Nachfolgermodell gibt oder ob der einfach nur End-of-Life-Produktionsstopp ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist nicht mehr so leicht ranzukommen. Sie war ja vor einem guten Jahr, hat man sie ja auf jedem zweiten EDC-Bild gesehen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Sie läuft mit einer Doppel-A. Ich habe jetzt eine 14500er Zelle drin, eine IMR. Ich glaube sogar, ja, das ist ja geil. Ich hätte vorher mal, ich glaube, gedrückt halten zum Ausschalten. Ich habe jetzt, ja, jetzt blinkt sie kurz. Ich habe tatsächlich beim Aufdrehen natürlich den Knopf bedient. Schön geschnittenes Gewinde für Titan. Also läuft richtig sauber. Ist wahrscheinlich gut gefettet. War das ein Nightcore? Ich glaube, das war ein Nightcore. Zumindest wurde als Nightcore vertrieben. Steht aber jetzt nicht mal drauf. Ist ja auch schnurzpiep egal. Ist auf jeden Fall ein IMR 14500er 4,2 Volt Zelle. High Drain, also da könnt ihr dann deutlich mehr Leistung raussaugen und damit kommt die kleine Lampe auf maximal 700 Lumen. Ich glaube, es sind dann 70 oder 50 im Low-Modus und im Moonshine, der geht an, wenn man den Knopf gedrückt hält. 5 Lumen. Die 5 finde ich schon fast zu viel. Man kann das immer ganz gut daran festmachen, wenn man ins Licht reinschauen kann, dann ist es normalerweise für einen Moonshine schon etwas zu hell. Ich habe die ganz gerne so bei 1,5 bis 2 Lumen. Ja, und auf dem Gebrauchtmarkt kriegt ihr diese Lampe wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 40 Euro. Und damit ist es dann möglich, dieses EDC-Set aus Titanteilen für um die 80 Euro zusammenzustellen. Es muss ja auch nicht die Klarus Mi7 sein. Es gibt da definitiv noch andere Modelle, kleinere. Es gibt da die kleine Mac Army Titan. Ich glaube, das geht bei 30 los. Es gibt die Lumen Top Tool Titanium, die kostet 35. Stellt euch das nach Belieben zusammen. Tauscht vielleicht auch den Kamm und den Spork. Wobei, warum sollte man die für 3,50 Euro und 4,50 Euro austauschen wollen? Die nehme ich natürlich mit. Aber was ich sagen will, tauscht die vielleicht gegen was anderes aus, wenn ihr sagt, ja, keine Ahnung, brauche ich nicht. Ich hätte lieber gerne eine Titan-Geldscheinklammer. Habe ich, glaube ich, mal für 11 oder 12 eine von Keith Titanium, war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Über eBay bestellt. Da findet man cooles Zeug, wenn ihr sagt, ja, ich tausche dann noch die zwei Teile und nehme lieber Titan-S-Stäbchen mit oder einen Titan-Strohhalm. Keine Ahnung, denn die Möglichkeiten sind ja nahezu unbegrenzt. Wenn ihr sagt, ich versuche unter 100 zu bleiben, dann habt ihr sogar mit dieser Zusammenstellung, vorausgesetzt, ihr bekommt die Lampe gebraucht, sogar noch ein bisschen Luft nach oben. Das ist einfach, ja, da gibt's kaum Argumente dagegen. Jetzt gibt es natürlich immer noch die Vorbehalte, China, Löhne, wie man mit den Arbeitern umgeht, etc. pp. Ist wahrscheinlich eine Menge dran. Andererseits, das Land strebt so dermaßen nach vorne, die Entwicklungen gehen so dermaßen nach vorne, die werden uns im Bereich Elektromobilität zum Beispiel, in Fertigungsqualität, ich wollte gerade sagen, die werden uns abhängen. Ich glaube, die haben uns schon abgehängt. Die sind uns so dermaßen voraus. In Shenzhen fahren, glaube ich, jetzt schon 40.000, das ist so eine Mega-Metropole, 40.000 elektrische Busse und Taxis. Das sind unfassbare Zahlen. China prescht da dermaßen voran. Deswegen, das irgendwie noch als hinterletztes Entwicklungsland hinzustellen, ist mittlerweile echt nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, wenn wir
hin und wieder dort bestellen, dann schadet das unserer Wirtschaft nicht wirklich und ja, kann auch nicht so schlecht sein für die Situation der Leute in China. Denn wenn es deren Wirtschaft besser geht, dann geht es auch den Menschen dort etwas besser. Und ich glaube einfach, dass wir von China noch viel, viel, viel Positives erwarten können. Bleibt immer so ein bisschen die Hoffnung, dass sich auch die Menschenrechtssituation ein bisschen verbessert. Ich sage nur Todesstrafe und so. Aber ich will auf meinem Kanal nicht politisch werden, das ist ein ganz anderes Thema. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass man dieser extrem ablehnende Haltung chinesischen Produkten gegenüber langsam mal überdenken müsste. Es hat sich in den letzten Jahren einfach zu viel geändert. Und was hier auf meinem Tisch liegt, das wird definitiv die Herzen vieler EDC-Freunde höher schlagen lassen, wenn man mal den Preis in Relation zu dem setzt, was man anderswo bekommt. Das hier, lass es knapp über 80 Euro gewesen sein. Wenn es nicht gerade ein Angebotspreis ist, bekommt ihr dafür ein Spyderco, SpyDK mit Plastikgriffschalen und Böhler N690 Stahl. Das ist der reale Gegenwert zu all dem, was hier auf dem Tisch liegt. Muss man einfach mal sacken lassen. Ich finde es cool. Ich freue mich, dass Gearbest mir die Möglichkeit gegeben hat, euch mal so eine Zusammenstellung zu präsentieren. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere mit dem einen oder anderen Artikel angeregt, das einfach mal selber auszuchecken. Ich weiß, viele sind skeptisch, haben wir gerade drüber gesprochen. Ist vielleicht gut, vielleicht ist es auch gut, seine Haltung zu überdenken. Ganz kurz noch, das ist ja für viele interessant, ich habe ja noch so einen Kassenzettel, der hat schon ein bisschen was mitgemacht, der lag nämlich einfach so im Rucksack. Gucken wir einfach mal. Also scharf ist das Teil auch noch. D2 übrigens, falls ich das eben vergessen habe zu erwähnen. Fura Gear, Volltitan EDC plus eine Clarus MI7 Taschenlampe. Das Ganze für deutlich unter 100 Euro. Wahnsinn. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.